Hallo miteinander, mit diesem Video will ich euch mal zeigen, welche Arten von Steinpilze es gibt. Weil manche Leute sagen immer, ich kann die Steinpilze nicht unterscheiden von anderen Pilzen. Auf jeden Fall, es gibt drei Gattungen von Steinpilzen, die alle drei sehr gute Speisepilze sind. Und ich habe die jetzt hier mal alle drei zusammengetragen, damit ich euch mal die Unterschiede zeigen kann. Den hier sammle ich eigentlich gar nicht, aber irgendein Wildschwein hat den Waldboden durchwühlt gehabt und dann habe ich den gefunden, der lag schon da, also entwurzelt. Der wäre in den nächsten 2 Tagen eingegangen, deswegen habe ich den mitgenommen, weil normal ist der Kiefernsteinpilz, das ist der schwarze Steinpilz, seht ihr, der hat so einen richtig schwarzen Hut. Der ist nämlich unter Naturschutz, also man sollte den nicht sammeln, ich lasse die auch immer stehen. Ihr seht, das sieht von der Form natürlich aus wie die anderen, aber der ist ziemlich schwarz oben. Und hat einen braunen Fuß mit einer Netzstruktur, wenn ihr das genau sehen könnt. Das ist ein Kiefernsteinpilz. Sehr gut essbar und weißer Schwamm unten. Ne? Der hat auch schon ein paar Löcher, sehe ich unten. Ja, der lag wahrscheinlich schon länger als einen Tag da. Dann den Fichtensteinpilz. Das ist der typische Fichtensteinpilz. Von dem darf man 2 Kilo mitnehmen in Baden-Württemberg, mehr auch nicht. Ihr seht, der Hut im Vergleich zum Kiefernsteinpilz ist deutlich heller, so leicht geht es ins Beige rein. Und der Fuß hat auch diese Netzstruktur, wenn ihr das hier genau seht. Seht ihr das? Und die sind ein bisschen heller oben und der Stiel ist etwas weißer. Und unten im jungen Alter ist der Hut natürlich noch weiß. Der wird, wenn er groß wird, auch etwas grünlich. Und dann haben wir den Sommersteinpilz. Der hat einfach einen dunkleren Stiel wie die anderen. Also vom Stiel her ist er ähnlich wie der Kiefernsteinpilz. Also der Kiefernsteinpilz, der hat auch so ein bisschen eine dunkle Struktur, wie ihr sehen könnt. Aber der Hut beim Sommersteinpilz ist ein bisschen heller. Der ist aber auch nicht so wie beim Fichtensteinpilz. Weil beim Fichtensteinpilz, mal gucken, ob ich euch den Unterschied gut zeigen kann, ist sehr ähnlich, aber die Fichtensteinpilze sind meistens auch noch so beige-braun und diese Sommersteinpilze sind meistens so ein bisschen ein mattes Braun, also nicht so glänzend und auch nicht so gelb. Der Schwamm ist natürlich auch weiß. Im älteren Stadium natürlich wird der Schwamm auch grün bis gelblich. So Leute, also jetzt habt ihr auf jeden Fall mal alle drei Steinpilzarten kennengelernt. Und die Steinpilze sind auf jeden Fall essbar, also diese Art von Pilze. Und wenn ihr bei mir guckt, dann seht ihr auch ab und zu mal Videos, wo ich mal andere Pilzarten mit Steinpilze vergleiche.